Hardcore Radio. Und ja, und jetzt kommen wir zu unseren Guests, wo ihre Shit repräsentiert. Euch vorstellen, Mann, im Haus ist The Cynic, yeah, yeah! What up, Cynic in the house, Soul Seeker. Also eigentlich bin ich geboren in Südafrika und dann bin ich mit 1 Jahr alt in die Schweiz gezogen, gerade Muri, Aargau und seitdem wohne ich dort. Und Muri, genau. Genau. Und die Connected, die hat auch angefangen Sound zu machen, oder? Genau, damals. Dort habe ich eigentlich in meinem Jugendhaus angefangen Sound zu machen. Sie haben das Studio eröffnet und ich bin der Einzige, der es gebraucht hat. Und irgendwann konnte ich es halt heimnehmen und nachher hat halt der Basement Flow angefangen. Spürst du dich im Raum und machst Beats und schreibst Songs. Du schreibst ja selber Beats, du bist Producer und Rapper, ja. Muss man das sagen. Und da muss man sich mehrere Sachen kennen, mehrere Einflüsse. Wir haben es gerade vorher davon gehabt, Sixto. Ja, voll. Sixto Rodriguez natürlich, sehr viel Psychedelic Rock, sehr viel 70er, genau. 60er, 70er. Hat es dich mal verleitet zu samplen? Oft, ja, sehr oft. Aber ich habe einen zu grossen Bezug dazu aufgebaut. Ja, Respekt. Willst du es nicht auseinandernehmen? Ja, voll. Es ist viel zu schön, auch schon das Original zu hören. Ja, klar. Und dann hast du auch noch Keyboard spielen, oder? Ja, und dann habe ich eigentlich selber angefangen Keyboard spielen und das ist dann... aber ich habe nie etwas gelernt eigentlich, ich habe mehr so nach Gehör habe ich gespielt. Hast du da, also, wie hast du das gemacht? Wie hast du angefangen Keyboard spielen? Hast du Tutorials geschaut oder hast... Ja, also so das gelegentliche YouTube-Video eventuell, aber sonst habe ich mich eigentlich einfach eingespürt und so ein studiert, was ich finde, welche Töne zusammenpassen und so. Okay, so total ausprobieren, ja, und finden dann so. Genau. Geil. Ich habe mich auf deiner Facebook-Seite ein bisschen umgeschaut und ich habe gesehen, es gibt da so ein Ding, wo du, glaube ich, auch dabei bist. Das ist Get Connected in genau, Muri, gell? Genau, Get Connected, nice. Sehr schön. Ich mache mit 2 Jungs mache ich sehr Jazz und Blues und Funk und Soul inspirierte Musik. Und es ist ein Studio, das eigentlich komplett analog ist. Also nichts Digitales und kein Computer und ja. Wir versuchen jetzt dort auch etwas in die Rolle zu bringen. Aber das Get Connected ist ja eigentlich auch offen für Leute, die vorbeikommen möchten, oder? Genau, das Get Connected Event selber sollte eigentlich als Plattform dienen für verschiedene Instrumentalisten und sonstige Musiker, sich zu treffen, sich können austauschen, sich an die Instrumente setzen und nachher etwas können jammen, um sich miteinander halt auch musikalisch verständigen. Cynic, du hast ja auch, apropos CH-Rap, du hast auch mal eine Compilation produziert. Dort hast du ja mit mehreren Schweizer Künstlern zusammengearbeitet. Willst du da mal ein paar aufzählen? Ja, ich habe eigentlich 2 Producer-Tapes gemacht und habe mit verschiedenen Schweizer Rappern zusammengearbeitet. Zum Beispiel Manilio, Tommy Vercetti, Smack, Liv, J-Hu, Philly. Also eigentlich einige, die rechten Namen haben, oder? Cool. Und wie sieht das in Zukunft aus? Ist das immer noch dein Ding, dass du das weiter willst machen oder möchtest du dich lieber auf deine Musik fokussieren, auf Lesson Learned und Cynic Shit? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, in Zukunft wird es mehr Solo-Sachen geben, definitiv. Also mehr fokussieren auf den eigenen Kreis? Genau, also genau, um den eigenen Kreis. Sehr. Aber bist du offen, wenn jetzt jemand... Ja, Kollaboration bin ich immer irgendein Rapper da draussen, weißt du, der jetzt zulässt, der findet, wow, fuck, man, crazy, was der Cynic so macht. Cool ist der mal da gewesen, wenn du noch nie von dem gehört, oder? Wenn der jetzt würde schreiben und würde finden, so, ja, hey, Beats und so. Ja, nein, jetzt ich finde, wenn die Referenzen mir passen, also wenn er mir Songs schickt und sie mir gefallen und ich mir einen guten Song vorstellen kann, finde ich, wieso nicht? Okay, cool. Also für Kollaboration bin ich immer offen eigentlich. Mhm. Zum gute Musik machen halt. Du mal gerade kurz selber durchschauen, Mann. Wo gibt es den Sound? Also ja, auf YouTube habe ich den E-Girls, das erste Album, habe ich auf YouTube hochgeladen, aber es hat noch so einen Download-Link. Ich glaube, Mediafire, wenn mich nicht alles täuscht, da findest du ja alle Descriptions von YouTube-Videos. Ja. Und sonst... Ich glaube, das zweite habe ich nicht aufgeladen. Das habe ich mehr so mit einzelnen Songs auf Soundcloud hochgeladen und dann auf Bandcamp verfügbar gemacht. Genau, auf Bandcamp war ich gerade da unersetzlich. Genau, ja. Das war das zweite Producer-Tape. Genau. Vorhin haben wir über CH Rap geredet. Genau. Jetzt reden wir eigentlich eher über Beats. Mhm. Weil du bist ja, wie wir wissen, MC und Produzent. Mhm. Du machst beides. Genau. Und ja. Wie sieht es aus mit Produzenten in der Schweiz? Ja, aber ich arbeite zum Beispiel mit der neuesten EP Captain's Dolom, habe ich mit dem Freddy Francesco, Freddy Babaki, viele Namen hat er, er hat es komplett produziert. Und jetzt in Zukunft arbeiten wir auch mit dem Eugene zusammen, Represent, der Dude ist crazy. Yeah. Es gibt, es wird einige Sachen geben in Zukunft. Super. Verschiedene Produzenten. Und ganz so kurz, ganz lustig, nochmal etwas zum Eugene. Der produziert das ganze Semantik-Album.
Ja, represent. Das ganze neue Semantik-Album, das rauskommt, nach Jahren mal wieder, produziert Eugene. Also ein riesengroßes Shoutout an dieser Stelle. Hure geil, super. Ja, also auch Gruß von meiner Seite an Eugene, schon lange nicht mehr gesehen.